So, die Tanja, a.k.a. Shisha-Mutti, hat eine neue Rosenfeld-Pfeife bekommen. Hätte ich mich ja fast verplappert eben. Die Wolf One. Wir gucken mal rein in das Video und schauen uns mal an, was die Tanja zu ihrer neuen Pfeife sagt. Shisha-la-Visha. Hallo und Shisha-la-Visha. Ah. Nach langer, langer Pause komme ich wieder zurück. Und ich bringe euch gleich heute eine neue Pfeife. Echt? War da eine Pause? Mit. Ihr seht schon, von Rosenfeld. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dahinter verbirgt sich eine neue Pfeife. Habe ich so in der Art auch noch nicht gehabt und erwartet. Dazu haben sie mir einen kleinen Text vorbereitet. Das besondere Merkmal allerdings sind die drei Wolfsköpfe. Da bin ich echt gespannt, wie das aussieht. Der Rauch kommt aus den drei Wolfsköpfen, aus dem Maul kommt. Okay, das ist schon mal geil. Das ist etwas, das McLeod sehr lange vernachlässigt hat, wo viele gesagt haben, bei so einer teuren Pfeife und so einer coolen Figur in der Mitte würde ich mir wünschen, dass da der Rauch rauskommt. Haben die hier anscheinend gemacht. Das wäre sehr nice. Und was ich rausgehört habe, Steckpfeife. Finde ich auch gut, dass sie das machen. Lasst uns starten. Bin mal gespannt, wie groß die am Ende ist. Ein matten Silikonschlauch ist auf jeden Fall dabei. Also es ist wieder ein Komplettset. Nur den Preis habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, was sie kostet. Ja, das wäre halt schon wichtig, weil ich will ja wissen, mit was ich diese Pfeife messen möchte. Komm in den M. Rosenfeld Club oder was? Tatsache, VIP Club. Bis zu 90% Rabatt. Ah, sie glauben, die Geschichte ist wahr. I doubt it. 120 Euro auf Amazon. Paddy, Dankeschön. Interessanter Preis auf jeden Fall. Schutzfeder. 1, 2, 3. 3x4 Glasperlen sind dabei. Dann haben wir einen Kohleteller. Dann haben wir eine Zange, ein Tauchrohr mit Diffuser, abnehmbar. Dann haben wir einen Kopfadapter mit gleich schon einem Silikon. Wir sehen auf jeden Fall schon mal Schliffadapter, das ist cool. Kamin. Für Leute, die es mögen, ist natürlich nice, dass es dabei ist. Ich würde mir immer wünschen, dass so eine Pfeife dann nochmal ein Zehner billiger ist und dafür kein Standardkopf und kein Kamin und nicht so eine Billo-Zange dabei ist. Aber klar, für Leute, die es nicht haben, ist es natürlich sehr cool, dass es dabei ist. Dann wird das Tauchrohr Verlängerungsrohr sein. Ja, die Rauchsäule, oder? Die innenliegende Rauchsäule. So, und dann haben wir noch den Anschluss, dass wir auch den Schlauch draufstecken. Ist auch noch mit dabei. Gut, dann haben wir schon die erste Lage abgearbeitet. Dann als erstes sehe ich mal einen Rosenfeld Steinkopf Mehrlochkopf. Dann haben wir für die Steckbowl diesen Dichtungsring. Wir haben eine Pombase. Falls ihr krank werdet, Taschentücher sind auch dabei. Wichtig. Dann haben wir schon mal was von der Rauchsäule. Ziemlich massiv, ziemlich schwer. Das wird dann hier, ich denke mal, da irgendwo dazwischen kommen jetzt dann gleich die Löwenköpfe. Ich bin mal gespannt, wo sie sich jetzt verstecken. Mensch, Mutti, Wölfe, nicht Löwen. Das ist die Base. Sieht hier ein bisschen aus wie die von der Moos, aber... Ja. Besser sehen tut ihr es ihr nachher dann. Ah, jetzt kommen sie. Ja, also sieht schon mal ganz cool aus. Ihr seht sie jetzt in groß. Also richtig toll, muss ich sagen. Sieht richtig wild aus und gefährlich. Da soll ja aus den Löchern von den Mäulern, soll ja nachher der Rauch rauskommen. Ich lasse mich überraschen, wie es dann raucht. Dann haben wir noch einen Lochstecher, einen für Alufolie. Ihr kennt mich, ich brauche das leider nicht. Ja gut, aber ist cool, dass es dabei ist. Sieht man selten in einem Standardset. Ein großes Mundstück. Das ist Alu, ziemlich leicht. Langes Mundstück. Nee, so rum haben wir auch dabei. Jetzt kommt die Bowl. Da ist das gute Stück. Auf jeden Fall eine große Standardbowl. Eine schöne Clear Bowl. Gefällt mir besonders gut. Die ein oder andere wissen das, dass mir, ich brauche keine Farben und keine Cuts. Also mir gefällt es richtig gut. Echt? Also ich meine, rauchen tut man es natürlich nicht. Aber ich finde es schon cool, wenn da irgendwie so ein bisschen frostet und ein paar Cuts. Bei vielen Bowls und bei vielen Pfeifen finde ich es auch cool, wenn man eine farbige Bowl hat. Es ist schon sehr auf McLeod angelehnt, deswegen bin ich mir da auch nicht so sicher. Ich meine, das ist eigentlich immer so das, wofür man McLeod kennt. Teilbare Rauchsäule und ein Kunstelement, was in der Rauchsäule ist. Das haben die jetzt halt auch gemacht. Schwierig. So, und so steht sie da. Wir werden es uns jetzt komplett reinigen, säubern. Macht es bitte, weil die Überschüsse... Ich finde auch, die Pfeife hätte echt keine Pombase gebraucht, wenn du dann instant eine Edelstahlrauchsäule draufschraubst. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit der Clear Bowl, dem silbernen Tauchrohr und der silbernen Rauchsäule und dem silbernen Teller finde ich es eher störend, dass da jetzt eine schwarze Base am Start ist. Also warum nicht noch die Base aus Edelstahl machen? Jetzt wollen wir uns doch mal dem Ausblassystem widmen. Ich bin jetzt auch sehr gespannt. Den ersten Zug nehme ich mit euch. Lasst euch überraschen.
Das ist halt schon geil. Wow! War das der? Nee, das war der falsche. Scheiße. So nämlich. Wie ihr seht, ist ja eigentlich noch ein Wolfkopf, ich sag immer Löwe, ein Löwenkopf, der bläst da hinten aus. Aber die zwei vorne habt ihr ja hervorragend gesehen. Ich bin heute ganz stolz auf meine Aufnahmen. Also das hat wunderbar funktioniert. Aber jetzt zeige ich euch noch die Pfeife in voller Größe. Nun seht ihr sie in voller Größe vor mir stehen. Ich bin auf den ersten Eindruck schon mal sehr begeistert. Also ich habe auch nichts an scharfkantigen Sachen gefunden, wo ich sagen würde, das wird mich stören oder der Teller irgendwie was Kratziges. Es ist alles wirklich super verarbeitet, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Okay, der Chat ist nicht so begeistert. Alex schreibt, das sollen Wölfe sein. Tim schreibt, sieht aus wie Bären. Also es stellt nicht 1:1 super krass Wölfe dar, aber ich finde, es sieht trotzdem cool aus. Und das mit dem Blow-Off ist halt echt nice. Das sieht wirklich geil aus. Wenn man diese ganzen Kopiegeschichten sich mal aus dem Kopf streichen würde, dann ist es ja echt ein geiles Ding. Für 120 Euro im Komplettset mit dem Kunstelement in der Mitte, mit den Blow-Offs, ist halt schon geil. Aber irgendwie, Tia, mir geht's da halt so ein bisschen wie dir. Ich fühle das. Hatte ich in dieser Art auch noch nie. Also ich habe noch nie irgendwie so eine... Ich habe mir die jetzt irgendwie größer vorgestellt, muss ich sagen. Spielerei ist jetzt auch für mich das allererste Mal. Also wirklich eine schöne Pfeife. Ist schon geil. Kann man nichts sagen. Blow-off ist schon sehr geil. Cool. Also mal was ganz anderes, statt immer an den Teller oder nach unten. Diese Wolfsköpfe gefällt mir wirklich sehr gut. Mal was ganz was anderes, was die Mutti auch noch nie hatte. Ich glaube, mein Mann und mein Sohn werden ganz neidisch sein auf diese Pfeife. Durchzug, ein sehr leichter Durchzug, muss ich sagen. Jetzt nicht so ganz so leicht wie die Aeon, aber ein leichter Durchzug geht wirklich sehr gut. Ich rauche mit Diffuser, aber ihr dürft ihn ja auch abschrauben. Ihr habt es gesehen, den kann man auch abschrauben. Wäre also kein Diffuser. Auch ein Pluspunkt gegenüber McLeod. Wie wir am Anfang ja versprochen, ihr dürft euch auch noch einen Code sichern. MR Mutti 25. Ich blende es auch. Auf 120 Euro noch 25% Rabatt. Das heißt 30 Euro weg. Das heißt, die Pfeife gibt es für 90 Euro. Da kann man dann, glaube ich, auch das mit dem Pomm-Ding verschmerzen. Ob man die ethische Frage mit Kopie von Kopf und McLeod und Co., das muss jeder für sich entscheiden. Aber für 90 Euro, boah. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Code benutzt und euch diese Pfeife gönnt. Mir gefällt sie wirklich sehr gut. Kann da gar nichts dagegen sagen. Ich werde die auch dann mal im Livestream rauchen. Ihr werdet sie sehen. Und ja. Ist doch bei Nagrani nichts Ähnliches. HMD ist dasselbe Thema, bloß ein bisschen umgewandelt, fertig. Ja, hast du recht. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich auch einfach so ein persönliches Ding. Ich weiß nicht, zu Nagrani habe ich keine persönliche Bindung. Juckt mich nicht, ob die jemand nachmacht. Bei McLeod juckt mich das irgendwie mehr. Ich sage nicht, dass das richtig so ist. Das ist einfach nur meine Meinung. Mehr kann ich euch in dem Fall nicht sagen. Deswegen habe ich auch gesagt, muss von der Ethik her jeder selber wissen, wie er das sieht. Mit dem Hintergrund wissen, dass da wohl eine Kooperation angefragt wurde mit Nagrani und die das wohl abgelehnt haben oder so. Weiß ich nicht. Bei einem HMD hast du auf jeden Fall weniger Handlungsfreiraum oder Designfreiraum als bei einer Pfeife oder bei einem Kopf. Der O-HMD hat dann wenigstens noch eine Rändlung, die Löcher sind ein bisschen anders, innen sieht er ein bisschen anders aus, unten sieht er ein bisschen anders aus. Die Grundform ist natürlich eine sehr, sehr ähnliche. Da hast du schon recht, ne? Daumen, Like, Abo, eure Kommentare zu dieser Pfeife dürft ihr gerne unten verlinken. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Shisha la Visha und bis ganz bald. Shisha la Visha, Shisha Mudi. Ja, war doch ein nices Video. Eine Pfeife, die mich ehrlich gesagt ein bisschen durcheinander bringt. Für 90 Euro mit dem 25% Rabattcode von der Mudi ist das schon wirklich ein krasses Angebot. Die Pfeife macht einige Sachen deutlich besser als die McLeod. Wir haben den Blow-Off aus dem Kunstelement. Wir haben den Schliffanschluss, der geil ist. Wir haben einen abnehmbaren Diffusor, was sehr cool ist. Leider eine Pomm-Base. Bei 90 Euro denke ich aber verkraftbar. Beim Rest muss jeder selber wissen, ob er es mag.